Deswegen, ich sage ja immer über die Grünen und in Deutschland über die Ampel, das ist mir alles gar nicht mehr wert, darüber zu reden. Dass das Idioten sind, wissen wir alle. Ursula von der Leyen, die Frau, die die Bundeswehr zerstört hat, die in der Deutschland die Familienpolitik zerstört hat, alles unter dem Rubrum der CDU, wird in Davos quasi gekürt zur EU-Kommissionspräsidentin, obwohl diese Frau niemals irgendwo gewählt worden ist. Und der Gewählte ist an die Seite geschoben worden. Aber wir haben inzwischen eine Kaste von Politikern, die sich entwickelt hat zu Befehlsempfängern des Kapitals und dieser zerstörenden Ideologie, die mit dem Namen Davos verbunden ist. Warum tun sie das nicht? Und ich sage, warum nicht? Weil es Davos gibt. Peter Hane hasst Davos wie die Katze das Wasser und nie habe ich ihn wütender gesehen als bei diesem Auftritt in der Schweiz, wo es um das Thema supranationale Organisationen ging. Und für alle, die nicht wissen sollten, was es mit Davos auf sich hat, für den habe ich ein paar kurze, knappe Hintergrundinformationen, bevor wir uns dann die emotionalen Szenen von Peter Hane anschauen, die es wirklich in sich hatten. Davos ist im Prinzip einer von verschiedenen Treffpunkten der superreichen und der klimaideologischen Interessenvertreter, die abseits der Demokratie mit der politischen Elite aller demokratischen Länder und auch Diktaturen eine neue Weltordnung durchsetzen wollen. Darunter fallen auch Pläne wie die Abschaffung des Bargelds, um diese durch eine digitale Währung zu ersetzen. Dadurch wird der Bürger nicht nur transparent, sondern absolut kontrollierbar, weil soziales oder politisches Fehlverhalten direkt sanktioniert werden kann, indem man nicht nur die Möglichkeit hat, Gelder einzufrieren, sondern sie auch lokal zu beschränken. So lassen sich doch gesellschaftliche Unruhen und Demonstrationen wie die Bauernproteste problemlos abwürgen. Denn wo kein Geld ist, kann sich niemand organisieren. Doch genug geredet, wir steigen ein. Los geht's. Hier sitzen die Leute und die uns auch zuhören, nachher übers Internet, die da noch nie waren. Aber es sind die Opfer von Davos. Die sitzen hier. Sie können doch nicht sagen, dass das eine harmlose Veranstaltung ist, die keine Politik und Politiker macht. Herr Kurz, kurzzeitig Bundeskanzler von Österreich, einer der korruptesten der letzten Jahre, von der ÖVP. Deswegen, ich sage ja immer über die Grünen und in Deutschland über die Ampel, das ist mir alles gar nicht mehr wert, darüber zu reden. Dass das Idioten sind, wissen wir alle. Aber da wird durch einen Mechanismus, der natürlich gruppendynamisch entsteht, wenn die führenden Leute der Welt zusammen sind und wenn ihnen ein amerikanischer Präsident da mal auf die Schulter klopft. Ursula von der Leyen, die Frau, die die Bundeswehr zerstört hat, die in der Deutschland die Familienpolitik zerstört hat, alles unter dem Rubrum der CDU, wird in Davos quasi gekürt zur EU-Kommissionspräsidentin, obwohl diese Frau niemals irgendwo gewählt worden ist. Und der Gewählte ist an die Seite geschoben worden. Lieber Herr Maurer, ich könnte Ihnen jetzt ganze Listen von da sind die entscheidenden Weichen für Personalpolitik und für Inhaltliches und alles, was wir unter Transformation verstehen und was ja Ihre SVP doch im entschiedensten ablehnen muss. Denn wenn das durchkommt, was Sie in der Schweiz an Gedankengut auf dem Boden von Davos zulassen, ist das das Ende der freien Schweiz. Da dürfen wir, das ist so. Also ich verstehe es, dass Sie aus touristischen Gründen oder Marketinggründen sagen, wunderbar, die ganze Welt kennt Davos. Ich könnte Ihnen deutsche Orte nennen, aber auf dem Hintergrund meines Freundes, des größten jüdischen Journalisten Henrik M. Broder, mit dem Satz, wenn ihr fragt, wie konnte es 1933 so weit kommen, guckt euch uns heutige an. Auf diesem Hintergrund kann ich sagen, es gibt viele weltweit bekannte deutsche Orte. Aber ich schäme mich, dass sie bekannt sind.
Das hört man ja alles nicht zum ersten Mal. Und was früher noch Verschwörung war, ist heute gelebte Realität. Und natürlich ergeben dann doch diese vielen politischen, katastrophalen Fehlentscheidungen einen Sinn. Wie beispielsweise die unkontrollierte, nie endende, täglich angefachte Massenmigration. Denn nichts könnte doch effektiver sein, wenn man das beabsichtigen sollte, eine nationale Identität zu fragmentieren. Und deshalb auch offensichtlich dieser tobende Kulturkampf in ganz Europa, bei dem man wirklich auf die wundervolle Idee kam, Mütter nun gebärende Personen zu nennen. Dann darf es ja natürlich nicht fehlen, dass man schon jahrzehntelang medial versucht, das traditionelle Familienbild als schlecht darzustellen, es zu zersetzen, es zu zerschlagen. Dadurch hat man nämlich erfolgreich die Frau auf eine Vollzeitbeschäftigung für den Kapitalismus reduziert. Und das nennen sie dann in Politik und Medien Gleichberechtigung. Super! Aber es geht noch weiter, beziehungsweise gründlicher. Denn Gender-Ideologien werden an Universitäten und Schulen in die Köpfe unserer Kinder und Jugend implantiert, bei gleichzeitiger permanenter Selbstabwertung der eigenen nationalen Identität und der kulturellen Vergangenheit. Der damit injizierte Selbsthass trägt dann zur weiteren Spaltung innerhalb der Gesellschaft bei, sodass nun Jung und Alt gegeneinander im Konflikt positioniert werden konnten. Also kurz gesagt, alles, was Identität stiften konnte, wurde gezielt zersetzt. Und das bis in die kleinste Einheit, also die Familie. Auf diese Weise wird nämlich das Modell von Teilen und Herrschen bis auf das letzte Individuum gespannt, damit sich niemand mehr als Kollektiv versteht und somit der Weg zu einer widerstandslosen, perfekten kommunistischen Welt bereitet werden kann. Naja, wohin uns der Kommunismus schon in der Vergangenheit geführt hat, das lassen wir mal beiseite. Wir hatten ja noch keine digitalen Plattformen. Doch nun kommen wir zur nächsten Szene. Vorher nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie täglich exklusive Inhalte angezeigt bekommen. Das Wort geht zurück an Peter Hane. Los geht's. Aber eins möchte ich doch sagen. Es ist ja wunderbar, und da haben Sie völlig recht, dass alle Staaten miteinander sprechen und vor allem auch die Entwicklungsländer da sind. Nur die Entwicklungsländer kriegen in Davos den Marschbefehl, wenn ihr nicht mitmacht bei dem ganzen Klimairrsinn, bei Gender und bei allem, kriegt ihr keine Entwicklungshilfe mehr. Das ist das Ergebnis. Natürlich. Also entschuldigen, also Sie können mir nicht erzählen, ich kenne nun die Reden und auch die Protokolle. Dort wird quasi offen, aber zumindest intern, ganz klar festgelegt, warum ist denn plötzlich die westliche Welt sich einig und sagt, wir geben in bestimmte afrikanische Staaten keine Entwicklungshilfe mehr. Weil genau das Ziel ist. Man will die Transformation auch nach Afrika bringen. Und ich kann nur froh sein, dass diese armen Völker sich dem bis zum heutigen Tage massiv widersetzen. Aber nur noch einen Satz. Wenn Sie glauben, dass das alles in 3 Tagen in Davos passiert, dass alles vereinbart wird, dann glauben Sie auch noch an den Storch. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es wird alles detailliert vorbereitet. Und das Interessante ist ja, dass wir inzwischen über eine Kaste von Politikern verfügen, zu der Sie beiden Gott sei Dank nicht gehören, was ich ausdrücklich sagen werde. Aber wir haben inzwischen eine Kaste von Politikern, die sich entwickelt hat zu Befehlsempfängern des Kapitals und dieser zerstörenden Ideologie, die mit dem Namen Davos verbunden ist. Und ich kann nur sagen, unsere Enkel und Urenkel, wenn die sich mal unsere Diskussion anhören, dann irgendwann mal, falls das noch geht, da ist der Name und der Ort Davos, wie soll ich sagen, der Ursprung für etwas, was der Welt nicht weitergeholfen hat. Davos steht ja eigentlich für nichts anderes als das Weltwirtschaftsforum, was zufälligerweise, und jetzt haltet euch fest, von einem deutschen Professor gegründet wurde, der den Namen Klaus Schwab trägt. Ja, der böse Klaus Schwab, doch für alle, die sein Buch gelesen haben, die müssen ehrlich zugeben, dass seine fiktive Zukunftsvorstellung einer perfekten Welt etwas Romantisches hat, von dem man durchaus etwas abgewinnen kann. Besonders interessant wurde seine These unter dem technischen Aspekt,
Denn nichts mehr läuft linear. Wir leben einer exponentiellen Zeit. Das bedeutet im Klartext, dass der Mensch in den kommenden Jahrzehnten zum größten Teil durch Robotik und KI ersetzt wird. Und das bedeutet wiederum, dass der Mensch zum ersten Mal in der Weltgeschichte für das System irrelevant sein wird. Oder sogar schlimmer, er wird für die Elite nur eine unberechnende Gefahr darstellen. Und was macht man, wenn 70% der Menschheit in den kommenden 30 Jahren plötzlich überflüssig sein wird? Man sollte sich auf diesen Zeitpunkt sehr gut vorbereiten und die Massen natürlich in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und sie in einer zweiten, neuen, virtuellen Welt beschäftigt halten. Ganz ähnlich wie im Film Matrix. Ja, der war zukunftsweisend. Aber das ist wieder nur eine Theorie. Und jetzt kommt die beste und letzte Szene. Peter Hane, das Wort geht an dich. Weiter geht's. Aber Sie sind Fan von der WHO, wo man informell miteinander über die Gesundheit redet, sich austauscht, positive Erfahrungen mitnimmt, um dann eben Fehler zu vermeiden in Zukunft. Ja, die Todesrate steigt und steigt. Aber nur ein Satz noch schnell zur EU. Wer heute freiwillig der EU beitritt, das ist sowas wie, sie wollen ein neues Kreuzfahrtschiff bauen und nehmen sich die Titanic zum Vorbild. Das ist das Entscheidende. Wir erleben doch dein sinkendes Schiff und die gegenwärtige EU ist dabei, das gerade zu zerstören, was Europa ausmacht. Nämlich eine, ich habe es eben mit Otto von Habsburg gesagt, unter dem Kreuz. Zum Schluss ist es das christliche Abendland. Um nichts anderes geht es. Wer das aufgibt, ob durch den Islam, durch Corona-Religion oder durch diesen Klimawahnsinn, und da glaubt, einen Ersatz zu haben, das hat mit Europa alles nichts mehr zu tun. Und zur WHO, ich bin da kein Experte, obwohl man als Journalist ja immer als zu alles Experte, und ich bin ja auch noch Theologe, die glauben ja auch, es gibt ja nur zwei Berufe, die glauben, von allem endgültig Ahnung zu haben. Das sind Theologen auf den Kanzeln und Journalisten in den Redaktionen. Und da ich beides in einer Person bin, können Sie sich vorstellen, wie kompetent das ist, was Sie von mir hören. Ich will nur eins anmerken, was wir immer nicht einberechnen, ist einmal, ich erlebe das jetzt zum 30. Mal, glaube ich, mit live in Washington und in Amerika, ist der 5. November in Amerika, da werden die Würfel neu gerollt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Egal, wer gewinnt, ich gehe davon aus, dass die Republikaner unter Trump gewinnen, dann wird die Welt, vor allem diese Massenorganisationen und Mammutorganisationen, eine ganz andere Bedeutung haben, als sie jetzt haben. Und das Zweite, keiner weiß, was aus dem Ukraine-Krieg wird. Das muss alles doch einkalkuliert werden. Und wenn die Schweiz nicht schnellstens Druck darauf setzt und sagt, wir bleiben ein neutrales Land, wir wollen ein Friedensforum sein und wir fordern Herrn Putin und Zelensky auf und Herrn Biden, solange der da noch existiert, hier zu erscheinen. Und zwar mit dem Druck der neutralen Schweiz. Warum tun sie das nicht? Und ich sage, warum nicht? Weil es Davos gibt. Also, wenn ich Peter Hane nun richtig verstanden haben sollte, dann ist Trump scheinbar die einzige Hoffnung, dieser Entwicklung zu entrinnen. Und ich sag mal, nicht schlecht, Herr Hane, Sie trauen sich etwas, so eine Aussage als öffentliche Person zu sagen. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich das auch, dass Trump der richtige Mann wäre, um diesen Prozess nicht nur zu stoppen, sondern ihm entgegenzuwirken. Deshalb lässt es sich auch leicht erklären, warum die linksgerichteten Medien wie Tollwütige über Trump herfallen. Aber was denkt ihr darüber? Hat Herr Hane mit der letzten Hoffnung recht? Tobt euch in den Kommentaren aus. Und falls euch jetzt mehr nach Lachen sein sollte und ihr wollt Harald Schmidt sehen, wie er erklärt, warum man Olaf Scholz wählen könnte, dann empfehle ich euch das nächste Video. Es macht Spaß. Einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.